Wenn noch billiger produziert werden soll, dann geht man nach Bangladesch. Habe ich heute früh gehört. Da habe ich mich dann gefragt, wie ist das denn auf dieser Welt, wenn es Menschen gibt, die, weil ihnen Einkommen fehlt, weil sie wenig verdienen, dieses billige Zeug hergestellt in Bangladesch kaufen müssen. In Europa gibt es auch eine europäische Linke. Wir haben heute schon von Gabi Zimmer gehört, es ist immer nicht ganz so einfach mit der Linken, aber das ist ja auch nichts ganz Neues. Und wir hier diskutieren dieses Jahr in unserer Programmdebatte. Was mich sehr berührt, was mir auch Kopfzerbrechen bereitet, wo ich dann immer mal wieder zu dem Schluss komme, wir als Linke müssen mal aufpassen, dass wir nicht auf falsche Pfade geführt werden. Ein Beispiel, diese untägliche Kommunismusdebatte. Ich sage dazu ganz einfach, ja, es geht um das Gespenst. Und ich weiß auch warum. Ich weiß auch, dass die Herrschenden, sprich die Mächtigen, die zu viel Macht haben, sich genau vor der Debatte fürchten und sie deshalb so führen, wie sie in den Medien rüberkommt. Um abzulenken vom eigentlichen Thema, um Bewusstsein nicht herstellen zu lassen, sondern eher Köpfe zu benebeln. Ein zweites Beispiel aktuell ist unsere unsägliche Antisemitismusdebatte. Es gibt hier ausgelegt ein schönes Material dazu. Hier ist eigentlich alles drin reingeschrieben worden, die gesamten Konfliktlinien. Ich möchte es nur mal an meiner eigenen Einstellung nochmal klar machen. Wenn ich israelische Kriegspolitik verurteile, bin ich noch lange kein Antisemit. Wir sind beim Thema Krieg und Frieden. Ich bin gegen jeden militärisch geführten Konflikt, auch den, der von der UNO abgesegnet wird. Wir führen mittlerweile Kriege auf eine perverse Art. Also schlimmer geht es eigentlich gar nicht mehr. Kriege werden nicht mehr erklärt, Kriege werden nicht mehr gegen Völker geführt. Angeblich müssen Diktatoren dafür herhalten, dass wir Bomben werfen. Wie am Beispiel Libyen seit März diesen Jahres sichtbar ist. Und das Volk, was man hinter den Hütten kriegt, in Palästen. Wow, hab ich gedacht. Kommt noch ein zweites Zitat. Wenn die Macht im Rinnstein liegt, genügt es, sie niederzutreten. Hat 2007 ein unsichtbares Komitee formuliert. Wer das staunt, welche Zeitung das ist? Das ist die Wirtschaftswoche. Ausgabe Mitte Mai, Nummer 20. Ja, sind wir bei dem Thema Macht, war ich auch schon mal angesprochen. Dieses Zitat, dass man die Macht im Rinnstein niedertritt, dem kann ich nicht ganz so folgen. Ich bin der Meinung, Macht muss an die Kette gelegt werden. Ich bin der Meinung, wir müssen aufpassen, dass wir Macht gewinnen, aber nicht Einzelne zu mächtig werden. Wir schreiben eine Programmdebatte und werden demnächst ein Programm beschließen. Dafür kriegen wir viel Prügel von draußen, das wissen wir, weil alle anderen Parteien, von den Öko-Grünen bis hin zu dem, was weiß ich was, die uns mit allerlei Sachen versuchen, immer ins Boxhorn zu jagen, die meinen, die alleine politische Vertretung in diesem Land zu sein. Die denken, dank der Medien können sie mit uns machen, was sie wollen. Den sei ein Stammbuch geschrieben. Ich habe in letzter Zeit ein paar Sachen mitbekommen. Möchte man noch was sagen? Ich war in Bad Lobenstein, dort haben wir gedreht für ein Stadtporträt, ein paar Aufnahmen gemacht. Wir hatten die Kamera noch nicht richtig in der Hand. Da kam der erste Bad Lobensteiner vorbei und dachte, dreh mal die Penner da hinten da. Habe ich gefragt, ja, wieso das? Das sollen die Leute auch sehen, hat er gesagt. Und das ist der Scheißstaat, der mich kaputt geht, hat er leider nicht hergeworfen. Ich glaube, es geht langsam ein Zeitfenster auf, weil die Unersättlichen, die nicht genug kriegen können, die dank Finanzkrise, übrigens wieso haben Finanzkrise, also in der Finanzkrise ist 1% der reichsten Menschen um 10% reicher geworden, währenddessen viele Menschen ihre Rentenversicherung, ihre Ersparnisse verloren haben. Ich glaube nicht, dass es nicht so ist. Ich glaube, da läuft was nach Plan. Wir sollen Griechenland retten, wird uns gesagt. Wir retten nicht einen Griechen. Die Banken beteiligen sich jetzt mit 3,2 Milliarden freiwillig an der Griechenlandrettung. Also entschuldigt Leute, wie viele Milliarden haben die da unten versenkt? Wie viele Milliarden würden sie denn verlieren, wenn Griechenland wirklich den Finger heben würde und sagen, wir sind pleite? Nein, Sparpakete wie in Griechenland, nicht das erste beschlossen, die natürlich vom Volk heftig angegriffen werden.
apropos nochmal Griechenland, die letzten Auseinandersetzungen dort, wenn man sich mal ein paar Amateurvideos angeguckt hat, griechische Polizei, wurde dort von Amateurvideofirmen gefilmt, die jetzt nicht gegen diese komischen Vandalierenden, Zerstörenden vorgegangen sind. Nein, die haben friedlich protestierende griechische Bürger mehr überfallen, ich muss es so nennen, ich finde kein anderes Wort dafür. Also es sind mehr gegen diese Bürger vorgegangen, wie gegen die, wo es eigentlich ihre Pflicht wäre einzuschreiten, nämlich die, die was zerstören, was kaputt hauen und irgendwo randalieren. Das sieht man natürlich nicht in Nachrichten. Da muss man dann zum Glück noch sich auf das Internet verlassen, da mal reinschauen. Und da sind wir wieder bei der Macht. Wir haben jetzt in Deutschland eine Berufsarmee. Diese Berufsarmee wird, da bin ich felsenfest davon überzeugt, wenn wir in Deutschland kritische Verhältnisse bekommen werden, auch im Landesinneren eingesetzt. Wie unsere Polizei vorgeht, kennt manch einer von uns schon. Wir erleben es, ich erinnere, vielleicht auch dieses Jahr wieder am 6.8. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und nicht nur diesen neuen Gera-Stand zwischen Arkaden und Sachsenplatz. Nein, ich würde da auf der anderen Seite da ist doch. Ich kriege jetzt das Zeichen hier, dass ich langsam zum Schluss kommen soll. Ich bin eigentlich auch durch, weil eigentlich habe ich jetzt alles gesagt, was zu sagen ist. Ich erinnere aber nochmal, was der Peter auch schon gesagt hat, es wird nochmal eine heiße Woche, die 1. Augustwoche. 7 Jahre Montagsdemo am 1. August und wie gesagt, hoffe ich euch alle wiederzusehen am 6.8., wenn wir dann den Nazis Paroli bieten. Danke für die Aufmerksamkeit.